Hey, was habt ihr da reingestellt? Komm raus, beide, rauchen. Oh Gott, ist das dumm? Oh mein Gott, ist das dumm? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel passiert die letzte Zeit. Das ganze Video hier geht über mehrere Wochen und Monate. Leute, das Video wird krank. Schnallt euch an, denn das ist das krasseste Projekt, was wir jemals gemacht haben. Aber damit ich euch erklären kann, was das Ganze hier auf sich hat, müssen wir erstmal ganz an den Anfang. Das ganze Video beginnt vor ungefähr einem halben Jahr. So lange ist das Ganze hier schon her. Das fing eigentlich an mit einer relativ simplen Idee. Und zwar wollte ich mein eigenes Kaugummi herstellen. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein absoluter Kaugummi-Fan. Ich habe schon das größte Kaugummi der Welt gemacht. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich diese Kaugummis fresse wie ein Schwein. Ja, ich bin nicht so ganz normal. Aber meine Freunde, ich habe noch nie das perfekte Kaugummi gegessen. Und deswegen wollte ich mein eigenes Kaugummi herstellen. Und nicht nur das. Ich wollte, dass dieses Kaugummi in Läden zu kaufen ist. Aber ohne, dass ich die Läden frage. Also, ich will das Ganze alles selber machen. Alles. Ich will den Kaugummi selber herstellen und selber verkaufen. Und ob das Ganze klappt, seht ihr in dieser unfassbaren Reise, die einfach so viele Wendungen genommen hat, die ich nicht erwartet hätte. Fangen wir ganz am Anfang an, wo ich erstmal versucht habe, mein eigenes Kaugummi herzustellen. Und dafür haben wir uns ein wunderschönes Labor gemietet, meine Freunde. Hier haben wir so Kaugummi-Erstellungsmittel. Ich würde sagen, wir mixen das einfach mal und dann gucken wir, was passiert, nicht? Wir haben dann ganz viele Früchte zusammengemixt und perfekt an das Rezept gehalten, was angeblich ein perfektes Kaugummi erstellen soll. Wir haben das Ganze dann eingekocht und jetzt fehlt nur noch die geheime Kaugummi-Machflüssigkeit. 1, 2, 3, go! Oh! Wir wurden, glaube ich, ziemlich verarscht. Oh, what the fuck? What the fuck? Was ist das? Bruder? Wie komisch! Das war das falsche Rezept, Digga. Was haben wir gemacht? Hä? Leute, das ist ein Giga-Fail. Was ist das? Irgendwie war es aber ganz lustig. Ich würde sagen, wir kippen jetzt einfach den Rest hier rein und gucken, was passiert. Oh! Okay. Kann man da rein? Ja, kann man. Kann man nicht? Doch, kann man. Ja, es ist jetzt zwar kein Kaugummi geworden, aber es ist irgendwie auch cool. Aber Leute, wir müssen unsere Mission weiterführen, Leute. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, einen Kaugummi herzustellen, weil das war jetzt irgendwie nicht Kaugummi. Okay, Leute, das ist komplett in die Hose gegangen, meine Freunde. Nachdem wir es selber komplett verkackt haben, einen Kaugummi herzustellen, habe ich mich auf die Suche nach einer Kaugummi-Fabrik gemacht. Und das war ziemlich schwer. Ich bin dann wirklich alle meine Kontakte durchgegangen und die Hälfte nach hat mich einfach nur für verrückt erklärt. Moin, Rob, was geht? Ich habe gehört, du hast ja deine eigenen Chips mal gemacht. Ich habe dann wirklich alles probiert. Ich habe irgendwelche Nummern angerufen, die ich auf irgendwelchen Kaugummi-Websites gesehen habe. Und zwar suchen wir eine Kaugummi-Fabrik. Nee, okay. Gut, da bin ich wahrscheinlich jetzt auch blockiert. Ich habe alles gegeben. Zu meiner Überraschung hatten wir schnell ein Ergebnis. Ja, nimmst du auch? Leute, ihr glaubt's nicht. Rob hat mir wirklich einen Kontakt geschickt. Er hat wirklich einen Kontakt zu einer Kaugummi-Produktion. Beziehungsweise Leute, die eine Kaugummi-Produktion kennen, vielleicht. Ich bin mega hyped. Ich bin auch immer gespannt. Dieses kleine Mini-Projekt wird gerade einfach nur crazy. Ich sag, wir rufen jetzt an und erzählen einfach von unserer tollen Idee. Leute, es ist einiges passiert. Ich hatte gestern einfach den Anruf gehabt und es war unfassbar. Haltet euch mal ganz kurz fest, Johannes. Halt dich mal bitte kurz fest. Leute, wir fliegen morgen nach Italien. Was? Ja. Also pass auf, ich habe eine Firma gefunden, die in Italien Kaugummis produziert. Also richtig große Sache. Richtig krank. Und die wollen wirklich mit uns ein Kaugummi machen. Das wird so krank. Ich habe zwar absolut keine Information, wer das ist. Ich fahre jetzt zu irgendeiner Adresse in Italien. Das wird wunderbar. Was zur Hölle? Let's go. Das ist der Tag der Tage, meine Freunde. Es ist unfassbar früh. Wir werden heute zu einer riesigen Kaugummi-Produktion fahren. Ich hoffe, dass es alles klappt, Leute. Vielleicht sind wir nachher da und es funktioniert nichts. Wir werden sehen, Leute. Achso, es ist arschwarm gerade. What you gonna do? Where you at? Who you with? You ain't really about this. Don't talk about it. Really on the move, on the map, never slip, keep your hands to your lips. Okay, meine Freunde, wir sind jetzt in der Kaugummi-Produktion angekommen. Ihr seht es auf jeden Fall hier. Na, aber da war es schon jemand, da wollte es gleich sein. Da war es jemand bei uns. Ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go. Ah, hello. Sehr gut. Oh, du kannst Deutsch? Ja? Ja, sehr gut, Leute. Perfekt. Was denn sonst? Kommen wir einfach mit, ja? Okay, wir kommen einfach mit. Junge, es geht los, Alter. Ich glaub's nicht. Wir folgen diesem mysteriösen Mann einfach mal. Hier ist die Testlabor. Testlabor? Wow, was zur Hölle? Junge, wie viele sind das? Sehr nice. Okay, Junge, dann viel Spaß, ja? Okay, dankeschön. Tschüss. Was zur Hölle, wie geil. Jetzt müssen wir hier die perfekte Sorte raussuchen, die wir machen für mein perfektes Kaugummi. Das war zu viel. Und nachdem ich wirklich jedes Kaugummi auf dem Tisch getestet habe, hatte ich einen Favoriten. Ja, der ist auch ganz gut, ja. Das hier ist ultra krank Wassermelone. Schmeckt ultra krank nach echter Wassermelone, so als ob man auf so eine Wassermelone beißt. Moin! Hallo, Moritz. Wir haben schon was sehr, 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 sehr krasses gefunden. Dieses hier auf jeden Fall das heftigste. Da können wir davon direkt welche mitnehmen, welche bestellen? Diesen? Ja. Ah, na klar, kannst du, nice. aber musst du 440 Kilo am mindesten. 440 Gramm meinst du, ne? Kilos, mein Freund. Kilo? Ja.
Von diesen Kaugummi. Von diesen, ja. Von diesen. So. Am mindestens eine halbe Tonne. Weniger könnt ihr nicht verschicken. Nur eine halbe Tonne. Ich muss damit fliegen. Ich kann doch nicht eine halbe Tonne Kaugummis mit dem Flieger nehmen. Es ist so. Ein Tag ist raus, mein Freund. Was? Was? Leute, wir tun's. Das müsste reichen, oder? Denke ich nicht. Ja, warte, ich lege noch ein bisschen was drauf. Das jetzt reicht, oder? Jetzt haben wir es. Okay, wir kaufen jetzt 450 Kilo. Wir machen das jetzt hier. 450 Kilo, wir kaufen das. Okay. Okay, let's go. Der mysteriöse Mann kam dann einfach wieder rein und hat es schon geschafft, 5 Kilo zu produzieren. Und die Reste schicken wir per Post. Per Post? Ja. Okay, nice. Also vielen Dank dir auf jeden Fall. Ciao, ciao. Ciao. Mein Gott. Wir mussten auf jeden Fall die Kaugummis jetzt irgendwie mit nach Köln bringen. Das Flugzeug. Wow. Alles. Du hast ja nicht gehalten. Du hast helfen. Warte. Ich würde sagen, ab nach Köln. Das sind wie meine Babys und ich werde sie beschützen. Egal was kommt. Das wird gut. Du kommst sicher nach Köln. Es sieht auf jeden Fall ziemlich gut. Ich bin sogar durch die Flugzeugkontrolle gekommen und keiner hat sich gewundert, warum ich so viele Kaugummis dabei habe. Ja. Aber gefühlt jeder hat uns auf dem Weg gefragt, ob wir auch einen Kaugummi abhaben kann, weil sie so lecker aussehen. Thank you. Wir werden beklaut, Jungs. Safety first, oder? Wir sind angekommen in Deutschland. Let's go. Oh mein Gott, hier ist sogar schon ein Loch drin, Digga. Oh mein Gott. Ich muss nach Hause. So. Ich kann es nicht glauben, Leute. Jetzt kriegen wir noch 400 weitere Kilo Kaugummi jetzt bei dir zugeschickt. Johannes, wir haben ein kleines Problem. Ein kleines Minimal-Problem. Was ist das? Ich glaube, das sind die Kaugummis. Nein. Ich heute einfach so ein Speditionstyp bekommen. Das ist einfach vor meiner Tür gestellt, ist gegangen. Hat er nichts gesagt? Also einfach so, ich habe unterschrieben und dann jetzt habe ich diesen Salat hier, Junge. Ach du Scheiße. Yo. Brauchen die eigentlich gar nicht alle, ne? Der Nachbar, der ist immer so sauer. Wir machen ein kleines, weißt du, so ein Dankeschön-Geschenk, weißt du? Legst du aber einfach vor die Tür, so. Ja. So, dann ist das weg. Schnell weg. Ah, okay. Schritt 1 wäre damit geschafft, aber Leute, dieses ganze Kaugummi muss natürlich jetzt auch erstmal in Dosen verpackt werden. Dafür, Leute, habe ich 20 Millionen Dosen gekauft. Leute, und das Kaugummi nennen wir das Hey-Kaugummi. Also einfach Hey mit 3 Y, habe ich mir überlegt. Hey, was geht? Hey, hallo Johannes, wie geht es dir? Und Leute, ich habe mir auch schon ein paar Designs überlegt. Entweder das hier, guckt euch das an. Wow. Also dann habe ich noch sowas hier. Jetzt müssen wir alle Kaugummis in die Dosen reinbekommen, die so Dosen bekleben und dann verkaufen. Das wird so geil. Ja. Ich bin ein 12-Jähriger mit zu viel Geld. Das Ganze machen wir jetzt 500 Mal. Viel Spaß. Johannes, du hilfst mit, du Arsch. Es ist einfach schon dunkel geworden. Die sehen richtig professionell aus. Schaut euch das mal an hier. Hier drin haben wir die Dinger. Es könnte wirklich so im Laden verkauft werden. Aber hier ist noch lange nicht das Ende, Leute. Ihr müsst natürlich das jetzt auch kaufen können. Und deswegen, Leute, werden wir die Dinger in Supermärkten verstecken. In Kiosken. Wir werden morgen das Ding überall verteilen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Die Welt muss endlich das bessere Kaugummi essen können. Es gibt so viele schlechte Kaugummis, Leute. Endlich ein richtiges Kaugummi, die das Licht der Welt erblicken. Bis morgen. Ich bin absolut am Arsch, Digga. Leute, nächster Tag, neues Glück, meine Freunde. Wir haben unsere Kaugummis fertig. Und Leute, guckt euch an, was ich für ein cooles Ding hier gemacht habe. Leute, wir müssen die Dinger auf die Straße bringen. Und deswegen sind wir am Do. Yay, wundervoll, Leute. Hier sind auf jeden Fall einige Menschen, die diese Kaugummis bestimmt mal abholen. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh Gott, das wird so cringe jetzt, Digga. Hallo, schön. Müsst ihr ein kostenloses Kaugummi haben? Es funktioniert schon mal super. Ah, hallo. Hier, gibt's. Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit, Leute. Kostenlose Kaugummis für jeden. Holt sie euch jetzt, sie sind warm und frisch. Keiner holt sich sie. Ja, der Herr, kommen Sie her, kommen Sie her. Wollen Sie vielleicht einen Kaugummi haben? Hier, sehr lecker, sehr gut. Das Beste, was wir jemals gegessen werden. Wow, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Wow, danke. What the fuck? Muss da hin? Junge, das Kaugummi macht glücklich. Ja, ich wollte auch Kaugummi haben. Ich sehe uns. Der beste Kaugummi der Welt. Ja. Wow. Ja. Leute, das Auto ist einfach gerade hier, Junge. Das eskaliert, Junge. Johannes wurde gerade von 10 Leuten irgendwie eingekesselt. Ich würde sagen, wir gehen lieber schnell weg, Leute. Das hat nicht so ganz so gut funktioniert. Also, Leute, ich würde sagen, das Ding müssen wir loswerden. Wir haben hier nämlich unseren Laden gefunden. Unseres Vertrauens, ein Kiosk, Leute. Kaugummis sind ja immer im Kiosk drin eigentlich. Ich will jetzt diese Kaugummis da jetzt noch reinschmuggeln und gucken, ob dann halt der das merkt. Junge, wenn Leute das hier sehen, Junge, die werden denken, what the f***, das ist geil, Junge. Ich muss auf jeden Fall sofort ausprobieren. Hoffentlich findet der Besitzer das auch so. Ich sage, wir nehmen diese kleine Box rein und jetzt versuchen wir das mal da reinzuschmuggeln. Hi, moin. Wir kaufen irgendwas. Ja. 3,60 bitte. Und dann habe ich währenddessen, der mir das Wechselgeld gegeben hat, die ganze Zeit diese Kaugummis da reingestellt. Danke dir. Ciao, ciao. Und dann war ich so blöd kann keiner sein und wollte unbedingt noch mehr reinmachen. Hey.
Was habt ihr da reingestellt? Raus. Was ist das hier? Hier, nimmt das mit. Sorry. Komm raus, beide. Sorry, alles gut. Es waren nur meine eigenen Kaugummis. Was war das? Ben, das ist mega süß. Wer hat ja Bock drauf? Ich hoffe, sie sind dann erstmal nach Hause gegangen, aber so leicht wollten wir noch nicht aufgeben. Neuer Tag, neues Glück. Und Leute, wir sind gerade vor einem Kaufland. Es ist schon etwas dunkel, deswegen sind nicht mehr so viele Leute hier. Ich hoffe, wir werden nicht erwischt. Alles, dass wir wieder, ich will nicht wieder von irgendeinem Mann rausgeworfen werden. Bitte ganz unauffällig jetzt, okay? Ja. Okay, Leute, wir sind in der Kaugummi-Abteilung angekommen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil das unfassbar auffällig ist. Mein Gott, ist das dumm, oh mein Gott, ey, das sieht so echt aus, guck mal, wie echt das aussieht. Wow. So wie das, hey, einfach, hey, Digga. Jungs, pssst. Lass mal warten, ob wir wirklich Leute das kaufen. Okay. Wir haben da wirklich fast eine halbe Stunde vor dem Regal gewartet. Okay, 2000 Jahre später, ist jemand da. Aber nicht so auffällig, Digga, nicht so auffällig. Und er hat sogar eine Dose in die Hand genommen, aber hat sie wieder weggelegt. Die Leute wollen das nicht kaufen, dann zwingen wir die Leute, das zu kaufen. Ist das dumm, was machen wir? Wir werden hier nie, wenn gleich sowas von rausfliegen, Digga. Okay, Leute, 10 Minuten sind vergangen. Es ist endlich wieder jemand da. Und das Warten hat sich gelohnt. Die Frau hat sich einfach auch unsere Kaugummis genommen und in den Warenkorb getan. Ich glaube, die hat eins genommen. Ja. Die hat eins von den Dingern genommen. 100%. Die hat eins von den Dingern genommen. Wir müssen hinterher. Was? Die hat eins von diesen Kaugummis genommen. Ich bin ziemlich sicher. Die hat nicht eins dieser Kaugummis. Doch. Was? 100%, ich hab's gesehen. Junge, hinterher, Digga. Digga, die kauft das wirklich. Ich flipp aus. Das wird ja nicht klappen. Das klappt nicht, Digga. Und wir wollten unbedingt dabei sein, wenn unser erster Hey-Kaugummi verkauft wird. Aber das Ganze wurde eine Riesenkatastrophe. Eine Durchsage kam, Junge. Auf einmal kam der Ladenchef und wollte wissen, wo sie das her hat. Darf ich das mal eben sehen, wo sie das genommen haben? Schauen wir mal eben. Was machen wir das? Und in der ganzen Hektik habe ich auch noch meinen Karton vergessen. Hat der Ladenchef dann auch noch entdeckt und wir wollten einfach nur noch gehen. Wir müssen gehen, Janus. Wir müssen gehen. Das eskaliert. Wir müssen gehen. Wir sind einfach durchgezogen. Ist das Ende der Hey-Kaugummis gewesen? Leute, dieses Video nimmt noch eine unfassbare Wendung, die mich absolut ans Ende meiner Nerven gebracht hat. Schaltet nächste Woche ein, es wird unfassbar krank. Teil 2. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist.